So, da sind wir wieder nach dem Splatfest. Was würdet ihr mieten? Wir gucken rein. Es ist der 15. Juli 2024. Gleiche Stelle, gleiche Welle in Splatville. Und wir sind live dabei und wir gucken uns an, was an diesem Wochenende, welches Team gewonnen hat, wie viele Punkte. Es gab ja die Auswahl Palast, Vergnügungspark oder Strand. Was würdest du für einen Tag mieten? Tritons Hornrade wird erstmal ermittelt und ja, da hat der Strand ganz knapp gewonnen. 34, 32, 33. Ja, das war sehr knapp. Für welches Team wurde am meisten abgestimmt? Also, was heißt abgestimmt? Also, wo wurde am meisten? Ja, jetzt habe ich hab den Ton ausgehabt vom Game. Ja, der Beitrag Vergnügungspark. Dann kommen hier die Ergebnisse von den Dreifarb-Wettkämpfen. Oh, das ist ziemlich durch. Ne, das ist nicht ziemlich durchwachsen. Das ist fast eindeutig. Also, der Strand hat am wenigsten abgeschnitten. Am meisten. Ne, Quatsch. Der Palast hat am wenigsten abgeschnitten. Am meisten der Strand. Und der Vergnügungspark gleich, fast gleich auf. Und. Oh. Papam. Der Strand hat gewonnen. Und zwar sehr, naja, sehr eindeutig. Mit 100 Punkten mehr als der Vergnügungspark. Mantaro wird sich freuen. Eine Flut von Strand. Ich sitze vor der Schrift, ja, das ist mir egal, ja. Chapeau an Team Chateau. Das Palastteam hat am wenigsten gerissen. Am meisten der Strand und auch der Vergnügungspark, also in dem Team, wo ich drin war, war gar nicht schlecht. Ja, Jetski fahren und eine Party schmeißen. Ja, was würde ich machen, wenn ich mir einen Strand für einen Tag mieten würde? Ich glaube, ich habe es ja im Ingame irgendwo schon mal erwähnt. Ich glaube, ich würde einen Strand mieten für eine Party. Entweder für einen runden Geburtstag oder vielleicht ein Jubiläum zu feiern. Ja, es gibt hier auch noch ein Event. Das ist heute und morgen. Krabbenpanzermarsch. Ich glaube, das werde ich mir mal vormerken. Da werde ich mal reingucken. Ich habe keine Ahnung, was man da groß machen muss. Weil ich habe ja eine Waffe, der Krabbenpanzer ist. Das ist eine ziemlich coole Ulti-Waffe. Und das würde ich natürlich mal auschecken. Ja, wie gesagt, einen Strand würde ich mieten. Wahrscheinlich für eine Party, wenn ich die erste Million die erste Million gemacht habe oder irgendwie so etwas oder 1000 Kippbücher verkauft oder da würde ich glaube ich sowas machen, dann würde ich einen Strand für eine Party mieten und vielleicht dann für alle, die mein Buch gekauft haben. Ja, Link für das Buch ist übrigens in der Beschreibung von diesem Video, also gerne mal reinschauen. Das war's, ihr Schurken und macht Beute, Leute. Und jetzt kommt einer meiner Lieb-, ich weiß, es klingt komisch, einer meiner Lieblingsmomente immer nach dem Splatfest, wenn man mit diesem zerrissenen Shirt da steht. Aber die Tentakelfarben gar nicht mehr so sind wie aus dem Game, die Farben. Wahrscheinlich so wie bevor das Splatfest war, kriegt man die Farben wieder zurück. Ist ja auch egal. Ist ja eine schöne Farbe. Und traditionell, wir bleiben bei den Traditionen, das erste Spiel nach dem Splatfest mit dem zerrissenen Shirt. Ich werde es auch bei einem Spiel belassen. Ich werde jetzt nicht eine Dreierrunde machen, dass das Video auch nicht zu lang wird. Ich habe hier den Wannenschwabber. Optisch sieht das jetzt nicht so toll aus wie den Schwabber, den ich schon mal hatte. Ah, das sitzt Venzio und chillt. Ja, ich werde mir ein bisschen abduschen. So schön, ja. Man kann übrigens, steht immer noch Team Vergnügungspark. Tja, ist noch nicht irgendwie abgedatet. Ja, sitzt ja noch jemand rum? Ah, da steht ja Ronin. Ja, guten Morgen, Ronin. Mit deinem Zylinder. Ja toll, dann werde ich mal ein Y drücken. Wenn man Y drückt, dann sagt man, hey, ich finde dich spritzig. Und Nate kenne ich ja schon. Also ich bin nicht persönlich, aber dieser Name ist mir hier auch schon ein paar Mal begegnet. Und ja, ich habe während dem Splatfest auch immer wieder die Nachricht bekommen, jemand findet dich spritzig. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das genau dann bedeutet. Ist das so eine Spielerei, so wie bei Facebook damals, das Anstupsen? Gibt es das überhaupt noch? Also Anstupsen, Facebook gibt es ja noch. Ja, keine Ahnung. Da oben ist auch zu, man kann gar nicht in den Himmel gucken. War das doch schon immer so zu? Naja, egal. Gehen wir in den Kampf rein.
Das wollte ich sagen, diese Waffe, die habe ich jetzt beim Splatfest auch benutzt, weil ich will jetzt einfach mal ein bisschen auch mit anderen Waffen üben, um ihnen zurechtzukommen. Und ich komme mit diesem Wandschwabber eigentlich immer besser zurecht. Wie das Grün. Und weil mir diese Blubberblasen einfach gefallen, die prallen schön einfach auch an der Wand ab. Und die Ulti-Waffe ist eben auch wirklich mega nice. Dieser Tintenschauer, wenn dann diese Wolke. Guck mal, dass ich es hinbekomme, dann auch die Schwarmraketen zielen schon mal auf Kipp, ja. dann zeige ich es. Das Beste ist natürlich genauso wie man die Coolbombe oder die Coolkugel auf indisches Territorium schießt, ist es natürlich auch richtig witzig, diese Tintenwolke auf das auf das gegnerische Areal zu schießen. Das ist natürlich immer ein großer Spaß. So, da will wieder jemand mit Coolkugel aktivieren. Und peng, schon bin ich weg, bevor ich die Ulti-Waffe habe aufladen können. Didi, kann es sein, dass immer nach dem Splatfest die traditionellen, das heißt traditionellen, diese ursprünglichen Splatoon-Farben aus Splatoon 1 auftauchen? Dieses Grün und dieses Magenta-Pink? Ist schon möglich, dass erst der Anfang von Splatoon und mit Splatoon 1 auf der Wii U, wo ja jetzt der Service abgestellt wurde, die Server abgestellt wurden für Splatoon 1, waren diese Farben. Was bedeutet das eigentlich? Kann man das Spiel dann gar nicht mehr spielen? Das stimmt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Ich glaube, ich werde das mal demnächst testen und ein Video darüber machen, über Splatoon 1, ob das überhaupt noch funktioniert. Ja klar, wenn sie die Server abstellen, mit wem will man dann spielen? Komisch, aber was macht man da mit dem Spiel? Kann man dann nur noch im Story-Modus spielen? Gut, vielleicht wird es dann mal Zeit, den Story-Modus zu spielen. Jetzt ist schon Splatoon 3 und ich habe immer noch nicht mal den Story-Modus von Splatoon 1 durchgespielt, weil ich einfach, ich bin ganz ehrlich, ich bin eben für solche Story-Modus, was dann in Richtung Jump'n'Run geht und so, ich bin da einfach sehr, sehr unbegabt. Aber ich muss es eigentlich, ich muss es irgendwann mal machen. Das sage ich jetzt, glaube ich, schon seit Jahren. Und gewisse Herrschaften werden sagen, du sagst ja immer das Gleiche, ja. Tja, möchte daran erinnern, dass es Leute gibt, die eben sehr oft immer das Gleiche sagen. Ja, übrigens hat man da gesehen, hat sehr viel Spaß gemacht ins Gegnerteam, die Wolke abzufeuern. Hab ich das nicht zweimal gemacht jetzt in dem Spiel? Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall, es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich wollte ja eine Sandalenstaffel dann wieder starten. Komme ich jetzt da drauf? Ja, ich sage einfach, was mir jetzt einfällt, weil ich noch bin ich bei den Gummistiefeln. Aber die Gummistiefel gefallen mir einfach so, so gut. Ich kann mich nicht satt sehen daran, mich in Gummistiefel zu sehen. Ja, mal gucken. Ich werde schon in die Sandalen. Oh, jawohl, das war eindeutig, aber ich glaube, bei so eindeutigen, eindeutigen Siegen ist es manchmal so, dass beim Gegner jemand off war oder so. Ja, Faustcheck. Und werde dann Salmonrun spielen, weil bei Salmonrun ist man ja dann in voller Montur und Regenmontur. Und dann werde ich mal eine Sandalenstaffel starten und gleichzeitig Salmonrun muss ich ja spielen, wenn wir die Barfußstaffel wollen, weil da gibt es ja wieder das Fußbändchen. Ja, ihr seht, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ich werde mir noch schnell ein neues Shirt anziehen, das ja sehr heiß ist, sehr warm ist. Wir haben hier, jetzt, während ich das Video aufnehme, immer noch 30 Grad und wenn, und da möchte ich nicht mein Inkling auch noch in einer Jacke sehen. Ein T-Shirt. Oh, dieser Ninja-Anzug sieht auch cool aus mit diesen Handschuhen. Aber nicht heute, nicht jetzt, sondern ich nehme das ganz schlichte weiße T-Shirt. So. Und ja, das war's für heute. Ich gehe jetzt ja, Feierabend machen. So, ihr nochmal die Sprinkler-Dusche an. Kipp Supernova over and out.